Hey Freunde der Sonne, jetzt habe ich natürlich ganz vergessen, die Begrüßung vorher zu machen. Das fiel mir in dem Moment ein, wo ich eben darauf gewartet habe, dass ich auf dem Server bin. Aber willkommen zu einer weiteren Runde My Infection. Ich hoffe, es ist mir niemand böse, dass ich... Uppala, nope, hier ist wieder Nacht. Ich hoffe, es ist mir niemand böse, dass ich jetzt die schon auf den Server connected bin. So, was futtern? Ist hier irgendwas? Was ist der da hinten? Das ist dieser Mystic Ender-Minion. So, da ist auch noch einer. Die tun uns nicht. Das passt soweit. Was macht das Eisen hier? Oh, das schmilzt so vor sich hin. Molten Aluminium haben wir, das ist gut. Ich würde jetzt aber gerne das Ganze ein bisschen größer machen. Ach, scheißegal. Machen wir einfach jetzt erstmal so. So, nicht reinfallen. So. Okay. Dann muss ich natürlich jetzt hier nochmal ein bisschen rumbuddeln. Beziehungsweise hier kommen Blöcke raus. Einen Block will ich aber nicht rausholen. Ich will ja keine Blöcke haben. So, Molten Iron, bisschen Aluminium haben wir. So, passt. Ich will ja keine Blöcke haben, sondern... So, warte, hier war doch auch noch irgendwo Lava. Wo ist die Lava hin? Ah, die hat sich Gondril wahrscheinlich geschnappt. Okay. Sollte ich hier rumlaufen? Sollte ich hier so rumlaufen? Ich brauche Lava. Gut, dann muss ich mir die gleich irgendwie besorgen. Irgendwie anderweitig. Denn... Wir müssen dann noch irgendwie ein bisschen Stoff reingeben, so ein Eimer Lava reicht nicht allzu lange. Und, ja, dann ist er bald aufgebraucht. Was ist das hier eigentlich? Was ist das eigentlich für komische... Wenn ich da hingehe, die spawnen die Pilze. Na gut. Mein Plan war das ja vom letzten Mal, wer die letzte Folge geschaut hat, hier das Eisen zu schmelzen und mir daraus dann so... ja, wie soll ich sagen? Oh, oh, nein, 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 nein! Ja, komm. Lass das Scheiß... Fuck, ey. Ah, nee! Es ist das Aluminium zwar verschenkt, aber ist egal. Mir die Tinger's Construct Sachen auch aus Eisen zu machen. So. Ich mach mir auch noch normales Werkzeug aus Eisen. Dafür gehe ich mal hier hin. Und schmeiß mal so ein bisschen Eisen hier rein. Ja, den Rest, was haben wir hier? Ah, das machen wir mal in die Holzkiste. Shell. Holzkraft. Holzkiste. Alles, was irgendwie aussieht wie Holz, kommt da rein. Alles, was aussieht wie Stein, also der Cobblestone in erster Linie, kommt da rein. Ah, da kann auch Gravel mit rein. Gravel und ist irgendwie Clay and Sand und daraus... Warte, ich habe doch hier irgendwo das Buch gehabt. So, da Materials. Getting started. Jetzt kann ich mal gucken, was. Das habe ich alles schon. Das habe ich alles schon. Ach, hier steht das sogar drin. Drying Rack. Das ist ja nice. Mhm. Was ist das? Barricade. Wow, put mal ein paar Barricades heraus. So, Clay, Sand und Clay und Lehm ergeben Grout und Grout seared Bricks. Okay, Clay haben wir, Sand haben wir nicht. Aber Grout hatten wir noch irgendwo. Mal gucken. Irgendwo, upsala, hier. Da, Grout. So. Dann repariere ich erstmal kurz mal meine Werkzeuge. Oh, warte. Ich muss ja hier das Ding da reinpacken. Excavator. Ah, noch ein. Dann ist das Ding wieder wie neu. Ah, so funktioniert das gar nicht. Das ist völlig irrelevant, wie viel wir da reinpacken, oder was? Aha, man macht immer nur... Okay, nur die passen, nur die, okay.
Okay. So, das Ganze ist natürlich ein bisschen einfacher. So, und ein neuer Hammer. Mache ich das auch mal gerade so. Und wieder. Na, nicht ganz. Und wieder komplett normal. So, das ist ein bisschen schonender irgendwie. Arrow. Ja, den Arrow kennen wir schon. Wir wissen, was ein Arrow ist. So. Seared Bricks und so Gedöns kommt erstmal wieder zurück hier. Oh Mann, hier ist echt viel, viel Shit drin. Kommt da einmal mal da rein. Und so, in der letzten Folge bin ich ja da unter die Erde gegangen. Achso, dann kann ich mir jetzt einmal rüber hopsen hier. Das sieht echt cool aus hier mit dem Cobblestone eigentlich. Das habt ihr gut gemacht, Leute. Wo ist denn hier? Was wollte ich denn jetzt? Stone wollte ich nicht. Sticks wollte ich. Dann nehmen wir wieder das pinke Holz. So. Zack, Sticks haben wir. Und dann brauche ich das Eisen aus dem Ofen. Ach Quatsch. Wobei ich da eigentlich mal was ausprobieren könnte. Könnte. Oh, brauche ich noch viel mehr Eisen für. Ah, nee, scheißegal. Ich wollte jetzt mir versuchen, ob ich auch aus den Eisenbarren ein dieses Tinker's Construct-Zeug machen kann. Aber ich glaube, dass wenn ich die zu Blöcken mache und dann die Blöcke so verwende wie die Steinblöcke, ist das, glaube ich, massivste Materialverschwendung. Dementsprechend mache ich mir einfach nur so eine Iron Pickaxe. Und ja, ein Iron Sword, so. Genau. Das restliche Iron kommt. Kann hier mal rein. Die Sticks. Ach so. Excavator. Was brauche ich denn noch? Ich glaube, das war's. Nur ein bisschen was zu essen vielleicht noch. Da. Machen wir die mal so mit. So. Dann gehe ich auf jeden Fall jetzt wieder nach da unten. Oh, was ist denn hier passiert? Hier baut sich wohl jemand ein Haus. Na gut. Soll er matt machen, ne? Wir hindern niemanden daran, da ein Haus zu bauen. So, auf jeden Fall. Du. Auf jeden Fall grab ich mal hier wesentlich deutlich weiter runter. Und jetzt können wir mit der Eisenspitzhacke, können wir da damit das Endumium-Dings abbauen? Ja! Das ist natürlich cool. So, jetzt haben wir schon zwei Endumium-Kristalle. Huch, was ist denn hier? Hä? Was ist denn los mit. Was ist denn los mit dir? So. Jetzt können wir auch das Bernstein da unten nämlich mitnehmen. So cool sind wir nämlich jetzt auch. Jetzt können wir endlich mal die meisten der ganzen Erze hier. Die meisten der ganzen Erze. Die meisten der Erze mitnehmen. So, hier, das ist wieder ein Fall für unseren Excavator. Zack. So, aber das Gold werde ich mir trotzdem noch gleich holen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt das Gold vergesse. Das ist nicht meine Absicht. Da baue ich mir aber mal hier so mit der Pickaxe kurz mal raus. So, das war nämlich hier. Und zwar da. Gold! Jetzt fehlen nur noch Diamanten. Oh, das ist ja nice. So, warte. Zack. Oha. Hier ist aber einiges. Kupfer. Bisschen Kupfer. Das ist ganz nice. Wieso? Da, oh, Dias. Oh, Dias. Oh, Dias. Dias. Was ist denn? Wieso despawnen diese komischen Pflanzen hier alle? Hier Infused Stone und so weiter. Redstone ist auch nice. Nehmen wir auch mal mit. Braucht man, glaube ich, auch für ein paar Sachen. Und Diamanten. Jawoll. Sehr schön. Hier sind sogar vier Stück. Oh, das ist super.
4 Dias, Essenberry Bush. Genau, wenn man da irgendwie rangeht, wie baut man den denn ab? Ah, so, okay. Das ist ja das, was Dubi haben will. Wieso kann ich diese Scheiß... Okay, hier kriege ich auf jeden Fall genug Lava her. Deswegen mache ich den Lavasee jetzt auch nicht zu. So, das Skelett stirbt mal eben. Okay. So, dann würde ich sagen, baue ich mich doch mal... Lass mich da wieder hin. Von wo ging's denn runter? Da, dann baue ich mich doch einfach mal... Ups. Was ist denn hier vorne noch? Hier habe ich noch gar nicht geguckt. Fällt mir gerade auf. Lapislazuli, auch das ist schön. Ich brauche aber kein Wasser. Daher. Ja, ich lasse es einfach mal da. Ich will es jetzt nicht komplett wegmachen. Falls hier unten mal irgendwas an Wasser gebraucht wird. Was ist denn das? Meteorite Ore. Oh, okay. Das brauche ich. Das brauche ich wirklich dringend. Bitte lass es mit einer abbaubar sein. Ich glaube nicht, oder? Okay, das ist aber genug Meteorite Ore. Ich weiß nicht, ob ich dafür eine Dings brauche. Eine Diaspitzhacke. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Ich würde es gerne ausprobieren. Wobei, das muss doch gehen, oder? Ja! Not of this world. Sehr gut. Sehr gut. Was heißt auf die Zeit? Oh, genug Zeit. Passt. Oh, das ist super. Jetzt können wir uns nämlich unseren Meteoriten-Protection-Schild-Gedöns da machen. So. Hier nehmen wir nochmal das ganze Gravel mit. Da ist auch wieder Eisen. Sehe ich, luschert da hinter dem Gravel hervor. Und noch ein bisschen. Oh, Aluminiumohr. Das ist auch schön. Also hier unten geht es jetzt auf jeden Fall gut ab. So. Eisen. Eisen. Ich muss jetzt nur aufpassen. Nein! Das ist ärgerlich. Kann ich es abbauen? Ja, kann ich. Das ist auch ein guter Test, wo man es abbauen kann. Ob wir uns mit der Steinhacke oder so abbauen kann. Oder nicht. Einfach nebenan mit dem Hammer farmen. Dann baut das ja entweder ab oder nicht. So, ich bin jetzt hier unterm. Oh, ich darf mich auch nicht mehr nach oben graben hier. Ich müsste allgemein ein bisschen aufpassen, glaube ich. So. Huch, da geht's auch noch hin. So, und dann einfach mal hier munter drauf los, oder? Würde ich mal sagen. Oh, noch mehr Meteoritenerz. Ist natürlich nice. Ich weiß gar nicht, wie viel man davon braucht. Aber das ist auf jeden Fall gut, dass wir es haben. So. Kann ich gleich mal schauen? Oh, noch mehr. Supi-dupi. Ja, da freue ich mich. Lieber eine Fackel rein, bevor da was spawnt, was ich da nicht haben will. Meteor. Wo ist denn das Meteor-Schild? Das ist der Meteor-Chip, genau. Und Meteor-Timer. Meteor-Schild, das ist das Ding hier. R. Meteorite-Ingots, also drei, warum für Redstone und Cobblestone. Krass, können wir uns direkt machen. Oh, super. Das werde ich mal mit meinem Team diskutieren. Wie wir das machen werden. Oh, ich glaube, man sollte nicht nach oben bauen, wenn ich da jetzt einfach mal so einen Lavasee drunter habe. Bin ich, glaube ich, ziemlich gefickt. Mal erstmal da das Ding zu. So. Weil das Problem ist ja, wenn wir ein Meteoritenschild aufstellen, können wir ja logischerweise auch keine mehr beschwören, beziehungsweise in der Nähe. Ich glaube, der Radius ist nämlich relativ riesig. Was habe ich denn hier freigelegt? Okay. Ja, noch mehr Diamanten. Zack, zack. Diamantenfieber. Wuhu, wuhu, wuhu. Chup, chup. Also das ist ja wohl jetzt das ist ja wohl die bombastische Folge schlechthin. Ich glaube, es ist unmöglich, noch produktiver zu sein. Oder was meint ihr?
Ich meine, ich habe alles, was ich haben wollte. Ich habe Dias, ich habe Meteoriten. Das ist doch der Hammer. So. So, nehmen wir mal hier, die brauchen wir nicht. Was haben wir denn da drüben? Ich würde gerne die Lava sehen, aber eher trockenlegen. Also nicht direkt so wegmachen, sondern eher abbauen. Also leer lutschen mit den Eimern. Tinnohr. Nebenan. Funktioniert, oder? Das Timohr. So. Wie sieht's aus vom Platz her? Ah, viel geht nicht mehr. Oh. Nice. Noch mehr Endumium-Kristalle. Alter, was ist denn hier los? Da bin ich auf eine richtige Goldgrube hier gestoßen. Also, das ist ja der Wahnsinn. So, dann meine ich mich einfach mal jetzt hier so straight geradeaus. Ja, mit einem besseren Hammer geht das dann auch noch viel, viel schneller später. Zack. Oh, da sehe ich doch schon wieder irgendwas glitzern. Das ist Endumium-Ohr. Oh, Alter, ist das der Hammer. Leute, mir geht gerade richtig einer ab hier. Und hier geht's weiter. Ist das der Wahnsinn oder ist das Wahnsinn? Krass, und noch mehr Meteoritenohr hier. Krass, ich wusste gar nicht, ich wusste echt nicht, dass man das auch finden kann. So. Also auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich hier mit dem Eimer nochmal runterkommen sollte. Und ich werde mich jetzt, 3 Minuten habe ich noch, ich werde mich auf jeden Fall auf den Rückweg machen, damit ich die Sachen auch mit nach Hause bringen kann. So. Okay. Ein Skelettschädel. Brauche ich den? Puh. Schwer zu sagen. Amber. Knochen nehme ich mal mit. So, habe ich jetzt alles, glaube ich, hier. Was ist das? Bone Pile. Puh. Alter Schwede. So, mal kurz getötet. Habe ich mich jetzt verlaufen? Also hier war ich definitiv. Hier sind Hammer. Ah, genau. Und hier ging es hoch. Zack. So. Hier ging es definitiv hoch. Nur wo jetzt lang? Da. Mache ich mal hier so einen Kobbelmarker quasi. Damit man immer weiß, dass ich denn hier wieder hoch muss. So, und jetzt hopse ich schnell hoch und die Sachen nach Hause bringen. Die Sachen nach Hause bringen. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Oh, nein! Nicht wegschmeißen, die Fackel. So, auf jeden Fall erstmal hier so. Vielleicht sollten wir hier Schilder reinmachen, ey. So, oh, ist das ergiebig. Guckt's euch an, ey. 8 Endumium-Kristalle, 13 Meteor-Chips, Concentrated Essence Berry, Water Shard, Essence Berry Bush, Busch und so weiter, ey. Wahnsinn. So, 19 Minuten. Jetzt muss ich aber auch zusehen, dass ich nach Hause komme. Boah, guck mal auf der Minimap, wie weit wir waren. Wir waren total unterm Wasser. Also ich werde auf jeden Fall noch weiter auch in dem Extreme Hills weiter bauen. Also ich glaube, das sind immer unterschiedliche Biome. Ich werde definitiv unterm Extreme Hills weiter farmen, weil man halt da die Dings kriegen kann. Oh. Warte. Weil ich total verrückt bin. Setze ich hier auch noch die Berry-Büsche. So. Oh Gott. So, dann gehe ich hier ins Haus. Schlafe erstmal, dass wieder Tag wird. Und in den letzten 30 Sekunden werde ich auf jeden Fall was aussortieren. Und zwar aber nicht hier. Oh, da ist schon wieder Zombie, Ghastly, Gravity und so weiter. Dementsprechend baue ich erstmal jetzt. Achso, erstmal in die Steinkiste kommt hier das ganze Gedöns rein. So. Cobblestone. So, dann nehme ich mir aus der Holzkiste ein bisschen von dem pinken Scheißholz. Ich hasse dieses Eukalyptusholz, ne? Ist von der Farbe her so behindert.
So, und dann mache ich mal hier Kiste, Kiste. Und da kommt einfach alles rein. Hier die Dias und so weiter und so fort. Und überhaupt. So, und da kommt jetzt irgendwo, hatte ich hier doch ein Schild. Ne? Da ist noch ein Schild. Das kommt. Das schreibe ich hier hin. Huh. Coronas Minentour. So, und dann logge ich mich hier aus. Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt die Folge für Mittwoch. Dementsprechend dürfte es entweder heute Abend oder morgen Abend einen Livestream geben, denn ab heute bin ich durch mit meiner Bachelorarbeit und das muss ja natürlich mit einem Livestream zu Mindfaction gefeiert werden und dann hoffe ich, sehen wir uns heute oder morgen, ich weiß es jetzt ja noch nicht, in meinem Livestream wieder. Macht's gut, Leute, und ansonsten morgen auf YouTube. Bis dann. Tschüss. So you find your